So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Alle wissen, wo wir sind. Ah, es ist behindert. Ja, wir haben jetzt hier ein Auge von 1, das heißt, keiner dürfte uns sehen. Keine Ahnung, ob es bis auf 0 runtergeht, I don't know. Aber ja, wir müssen jetzt hier erstmal die nächsten, glaube ich, 2 Stunden ausharren. Ja. Hungrig werden wir auch langsam, aber wir haben halt nichts zu essen bei, von daher. Was willst du machen? Ah, da hinten läuft Hund gerade rum. Da habe ich gerade ein bisschen von seinem Kopf gesehen. Ich bin mal gespannt, wie viel man davon überhaupt auf YouTube sieht später. Ist natürlich sowieso die Empfehlung, das Ganze auf 4K zu gucken. Selbst wenn man nur einen Full-HD-Monitor hat oder so. Solange wie es der Rechner mitmacht. Weil halt die Full-HD-Version von YouTube, also die Qualität bei 1080p ist halt absolut miserabel. Gerade bei so dunklen Sachen. Von daher. Ja. Hey, wir können halt aktuell wirklich nichts machen, außer rumstehen. Weil sobald der Hund die Fährte aufnimmt, ne, dadurch, dass er so schnell ist, haben wir halt was mit uns. War natürlich klar, dass direkt in der ersten Nacht ein Hund bei uns reinläuft. So, YOLO. Habe ich eigentlich mittlerweile schon Punkte? Wow, ich habe schon 7 Punkte. Warum sagt das eigentlich keiner? Dann kann ich doch eigentlich schon mal gucken, was wir machen können. Auge, Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ein Maß der Sinnhaftigkeit. So eine Verbesserung der Kopfschussbonus. Nee, sowas brauchen wir alles noch gar nicht. Ja, Sprengmeister, Schlosskacke, das brauchen wir alles noch überhaupt nicht. Also das ist alles. Okay, der Sammler klingt interessant. Besten Beute werde mir etwas reicher entlohnt. Oh, okay, das klingt doch etwas besser. Du hast eine geringe Chance, bessere Beute zu finden. Erhöhe den Beutebonus um 5%. Ja, nee, okay, komm. 5% ist halt so gar nichts. So, Stärke. Donnerbüchse, Prügelpeter, Schädelbrecher. Was sind das für Begriffe? Spezialisiere dich darauf, deine Feinde und Baustrukturen mit Vorschlaghämmern zu zerschmettern. Oh, das geht doch cool. Du bist ein Goblin mit Grobian, der mit ein bisschen Glück gelingt es dir manchmal alter schwache Zombies umzuschubsen. Fertige Vorschlagkammer von Qualität 2 und verschiedene Mescher an kräftigen Angriffen hast du eine Chance 15% die Gegner zu Boot zu werfen. Eisenvorschlaghammer. Okay, klingt erstmal interessant. Sexueller Tyrannosaurus. Nicht wollende Angriffe. Du bist im Bankwärmer aufgestiegen. Verringert die Baukosten. Todesstöße gewähren 10 Ausdauer. Oh, das klingt doch praktisch. Let's go. Packesel. Oh, 3 Gegenstände mehr. Das ist auch nicht schlecht. Gut, die beiden Sachen brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht. Maschinenjägermeister. Ah, Heilfaktor. Level 3. Oh, das schon mal. So. Ah, das ist actually cool. Da können wir höher, also Akrobatik-Sachen. Hier war, glaube ich, sogar das Ding mit bei, wo man 2 Meter hoch, genau. Das heißt, da brauchen wir welches Level? Wir brauchen Level 4. Oha. Obwohl, könnte noch genauso reichen, ne? Da, da, da. Und jetzt Parkour. Yeah. Jetzt kann man 2 Meter hochspringen.
Cool. So, eine halbe Stunde müssen wir noch durchhalten. Ich wollte hier auf den Schild drauf springen. Hä? Achso, weil über uns was ist. Yeah, hat geklappt. Und schon bin ich auf dem Dach. Nice. Die zerklopft jetzt gerade die gesamte Fassade. Ist egal, kann man relativ schnell reparieren. Und in 20 Minuten können wir auch den Hund mal beseitigen. Auch wenn er dann immer noch relativ schnell ist, brauchen wir also keine Angst haben, dass wir Krach machen und dann auch noch andere Zombies auf uns aufmerksam werden. Oder damit erst recht eingekesselt werden. Wo ist der Hund überhaupt? Ist der Hund dahinter? Rennt er jetzt hier durch? Das wäre witzig. Ich kann leider vom Geräusch her nicht ganz orten, wo er genau hinter der Tür ist. Ich weiß zwar, dass er in die Richtung da ist. Aber nicht, ob er jetzt dahinter ist, dahinter oder dahinter ist. Egal, let's go. Dauert mir jetzt entschieden zu lange. Ach, da ist der. Warte, ich bin schon ausgepowert. Alter, schreib doch mal. Alter, wie wenig Ausdauer habe ich denn bitte? Es ist hier, geht ja gar nicht. Was ist das denn hier schon wieder? Hey, ich möchte raus. Oh mein Gott. So, I. Jetzt kann ich hier raufklicken. Danke. Ja. Was? Ich habe über... Was? Boah, Alter. Das muss natürlich ausgerechnet dann kommen, wenn wir mit einem Hund kämpfen. Ja, nee, ist klar. Vergiftet sind wir auch noch. Läuft doch bei uns. Haben wir überhaupt Vitamine? Was ist das hier? Das ist Antibiotika. Nee, wir haben keine Vitamine. Na gut. Dann halt nicht. Gut, räumen wir mal die ganzen Zombies weg. Beziehungsweise, wir machen einfach mal unsere Quest. Was siehst du? Wie ist das eigentlich? Können jetzt hier Dinge wegmachen, ne? Nein. Achso. Muss repariert werden. Hä? Achso. So. Also siehst du, unseren Schlafsack können wir gleich auch mal platzieren. By the way. Hallo, ich wollte. Ach man, das ist doch so dumm. So, da rein und jetzt da rein. Alter, aber dieses Dreifachklicken. Kann sich mal verschwinden. Wir packen das mal. So. So, jetzt können wir von den Dingen wegmachen. Ah, ne, halt. Das ist, oh, 7000, 5000. Ja, moin. Ja, und die haben natürlich nur 200 unten. Haben die Dinger wenigstens 100? Der hat auch Lust. Klar, das Ding ist natürlich viel stabiler als das Ding. Das ist doch bekloppt. Ja, kann eine Weile dauern. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Die Sache ist halt, ich kann die Tier halt auch nicht da drüber packen, ne?
Ah, ne, wird ja auch technisch halt nichts bringen. So, macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil selbst wenn man durch eine geschlossene Tür durchlaufen kann, was keinen Sinn macht, kann ich ja trotzdem nicht den Kopf angreifen von den Viechern, sondern nur die Beine höchstens. Oh mein Gott. Ne, komm, wir machen das mal die Mission. Für das andere Ding brauchen wir erstmal. Wow, was ist denn da los? Das Dach sieht ja ganz interessant aus. Und da müssen wir jetzt rein. Ja, nice. So, wo lang hier lang? Alter, ist ja. Ach du Sch. Ja, was ist das für Missionen, die wir gerade haben? Und jetzt? Wo jetzt lang? Da ist verschlossen. Wo denn? Oh, muss bei dir repariert werden. Danke. Ach da. Ah, ich konnte fallen. Das Problem ist halt, alleine die Verstrahlung wird uns irgendwann umbringen. Und da wir noch nichts irgendwie haben in der Hinsicht, die Honig oder sowas, oder irgendwas anderes, womit wir das heilen können, ich weiß gar nicht, womit man das heilen kann. Was? Oh, oh. Ja, Mann, diese Ausdauer. Immer noch. Ein Backpack. So. Ach da. Wollte gerade sagen, ich hatte gerade irgendwo was gesehen. Eine Mutter. So, okay. Oh, Eisenspitzhacke. Das ist actually gar nicht bad. Ja. So, da rein mit dir. Vielleicht kriegen wir damit auch die Steinplatte da dann besser abgebaut. Was wir halt bräuchten, wäre eine Schippe. Haben wir irgendwie eine Schippe? Kann man sich eine Schippe bauen? Werkzeuge. Mit dem Such, den komme ich nicht klar. Wo sind die Werkzeuge? Ich glaube, das sind die Werkzeuge. Ach nee, hier sind Werkzeuge. Ah, ja, okay. Was kommt schon wieder? Ich hatte bis gerade eben noch Ruhe. Keine Schippe? Nix? Gar nichts? Hier gibt's ja gar. Ach da. Was ist der Unterschied zwischen Grundlagen, Werkzeuge? Okay, wow. So, Eisenschaufel können wir natürlich noch nicht machen. Steinschaufel. Dann brauchen wir jetzt Pflanzenfasern. Ich guck mal schnell Pflanzenfasern. Weil ich will die ganze Sachen am Keller mal abbauen. Ich glaube, das macht Sinn. So. Hier auch die ganzen Scheiß. Gut, das bringt bloß Plastezeug. Ah, hier Steine macht schon mehr Sinn. Diese Ausdauer, ey, ich sag's euch. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist das eigentlich? Wir sind gerade mal Level 4, okay.
So, mit der Schaufel kriege ich jetzt das hier weg. Ah. Oh, ist da ein kleiner Stein? Ah, cool. Ich dachte zwar, wir bekommen der Erde. Was wir auch hätten gut gebrauchen können, aber das können wir auch gut gebrauchen. Definitiv. Und wir sterben gleich an Hunger. Haben wir kurz mal Essen dabei? Ne, nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich weiß auch nicht, wo wir irgendwas wie Honig oder so herbekommen sollen. Na gut, Honig gibt es in Baumstumpfen. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich da irgendwie was finde. Diese Ausdauer. Ist halt alles vermindert, ne? Weil ich halt keine Vitamine habe. So, versuchen wir erstmal die Mission hier abzuschließen. Nein, ich wollte eigentlich. Lass mich da oben rauf. Schade. Da dahinter verstecken sich teilweise interessante Sachen. Wo müssen wir denn hin? Ist das doch, hier ist ja kein Zombie mehr. Honig, jawohl. Benutzen. Sehr geil. Da war das doch schon mal. Jetzt brauchen wir noch was zu essen. Na, mein Freund. Kommen Sie raus oder soll ich reinkommen? Ach, das war schon. Ah, nee, war's nicht. Aber bei einzelnen Sachen trage ich ungerne, weil die machen uns langsamer. Von daher ist es mir nicht wert. Ach, geht's ja noch richtig hoch. Warum ist das Haus unten verbrannt, aber hier oben nicht, obwohl auch normalerweise sich. Achso, ja gut, die Seite hier ist ver. Die Seite ist verbrannt und die Seite nicht. So rum. Okay. Weil eben, Feuer steckt normalerweise nach oben. Also gerade die obere Hälfte von dem Haus müsste ja mal mehr verbrannt sein als die untere. Ich kann einfach nicht widerstehen bei den ganzen Sachen hier. Ob ich es echt lassen sollte, weil unsere Ausdauer, ne? Ist halt echt gefickt. So, wo ist jetzt noch der Gegner? Hier ist doch irgendwo noch ein Gegner. Nein! Ach man, ich wollte. Verdammt! Warum war dieser Kackholzblock? Ah, oh, leckt mich doch. So. Hier sind auch noch Sachen. Gucken wir mal hier nach. Kein Essen. Noch kein Essen. Sad life. So, wo muss hier noch gehen? Ach, da oben. Verdammte Grütze. So, jetzt aber. Ah.
wieder Ausdauer. Oh. So. Jetzt hatte ich sie aber ausgespielt, du. Raketenwerfer, ja moin. Ich merke, das Spiel will, will hoch hinaus mit uns. Nichts zum Fran hier. So, dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück, ne? Das Schöne ist, wir können es auch jetzt immer besser runterstürzen lassen. Weil das ja auch durch ein Parkour-Skill gebessert wurde. Aber das ist ganz praktisch. So, dann gehen wir mal erstmal zu uns nach Hause. Liegt da fast auf dem Weg. Dann können wir uns dort nämlich... Ah, guck mal, hier ist doch gleich ein Baumstamm. Dann nehmen wir den doch direkt mal mit. Denn in den Dingen gibt es nämlich öfters mal Honig. Ach, leg mich doch. Eben ein bisschen entkleiden hier, ein bisschen Sachen ablegen. Und mal gucken, ob wir bei uns ein bisschen was zum Futtern haben. Ach. Ist ja, da was auch noch reingucken. Das Ding ist ja auch noch, ist ja auch noch geschlossen. Ah, die Kirche müssen wir noch ein bisschen vor dem Mann bringen, du. Ist ja Katastrophe. Weg, 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 weg. Ja, auch erstmal weg. Alles erstmal weg. So, was nehmen wir jetzt mit? Wir nehmen mit das. Können wir eigentlich irgendwas verkaufen? Das hier zum Beispiel, wenn wir erstmal nie brauchen. Das können wir auch verkaufen. Das Ding haben wir auf jeden Fall. Die beide klingen ganz verdammt geil. Also diese Ding kann ich ja gleich hier verwurscht, ne? So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ansonsten alles andere würde ich erstmal behalten. Also, let's go. Achso, halt. Ich wollte mal gucken wegen Essen. Ob wir irgendwas zu essen haben. Wir hatten auch noch diese komische Sham-Sandwich-Zeug-Dings da, oder? Ich hatte es zu trinken haben, aber wir haben nichts zu essen. Gut. Da müssen wir beim Händler vorbeischauen. Und gucken, ob der irgendwas zu essen hat. Na gut, hier müssen wir natürlich immer auf der anderen Seite raus. Natürlich sehr geil. Das Gebäude hier macht, dem macht den Weg auch nicht leichter. Das ist ein totaler Zickzacklauf, den wir immer machen müssen. Vielleicht sollte ich doch aufhören zu rennen, wenn wir sowieso schon wenig Sättigung haben. Das macht die Sache nicht besser. Wenn auch schneller, aber halt nicht besser. Da ist das Problem dabei. Oh mein Gott, was ein Spaziergang. Ach, siehst du, ich kann da hier mit keinen Händen rum, oder? Ah, nee, doch mit Stacheldrahtzaun. Ach. Da kann ich nicht rüberjumpen. Außerdem ist es 3 hoch. Ich dachte, hier ist ein Vorsprung, wo man raufspringen kann und dann drüber springen, aber wie sagt er uns? Erstens ist da um Stacheldraht, das wäre nicht gesund. Und zweitens, I don't know. Warum war die Tür noch offen? Ich dachte, über Nacht wären die geschlossen. Klappe. Here you go, friend. Whatever you need.
Helmlichtmod. Oder Munition. Ich meine, Helmlicht werden wir so schnell nicht brauchen, aber Munition auf jeden Fall. So. Vergrabene Vorräte machen wir mal zur Abwechslung. So, was wollten wir? Vor allen Dingen Nahrung. Kaufen ist weh. Tja, Samen wären halt auch geil, aber ganz ehrlich, komm, für $36, let's go. Weiße Spitzhacke, Level 2 haben wir. Messbecher. Können wir uns aber leider noch nicht holen. Und nichts zu essen. Gar nichts. So überhaupt nichts. Das heißt, wir werden früher oder später an Verhungerung sterben. Ja, geil. Obwohl, ist ja gekocht sei. Von daher muss das eigentlich auch nichts. Vitamin hat ja auch keine. Wir sind also genauso aufgeschmissen wie davor. Ja, deine Mutter, klappe jetzt. Fick dich. Wir werden ohne deine Hilfe sterben. Ja, guck mal, der grüne Balken ist quasi direkt auf Null. Also da ist nicht mehr viel. Und da, wo wir hinlaufen, werden wir auch definitiv nichts zu essen finden. So. Also, außer Traum. Das war halt wirklich echt behindert. Erst der scheiß Köter und dann beim Köterkampf. Ja. Werden wir auch noch gebumstingst. Ich schaue hier unterwegs. Finden wir wahrscheinlich auch nichts zu essen. Normalerweise ist ja der Wald voll von Sachen, die man essen kann. Aber hier ist in dem Spiel so YOLO. Und das relativ kurz. Also, das ist YOLO. You only live once. Also, du lebst nur einmal und das relativ kurz. Ja, für die, die nicht wissen, was YOLO bedeutet. So. Kann ja durchaus sein, dass es da Leute gibt. Ist ja gut. Schaut, jetzt müssen wir also den Ding noch ausgraben und das ohne Stamina. Bin mir schon echt gespannt, was passiert, wenn wir keine Stamina mehr haben. Drecks live. Zum Glück sieht es zombie-mäßig hier relativ ruhig aus. Da hinten ist einer sich gerade. Der ein bisschen rumjumpt. Ist das ein Zombie? Nee, Müllhaufen. Oh, da ist gerade noch einer gespawnt. Ja, YOLO. Ne? Achso, hier ist noch halt. Wie war das? So, dann können wir hier es verändern und dann können wir hier diese Totengräber-Mod, die wir gar nicht dabei haben. Wieso haben wir die nicht dabei? Oh, haben wir nicht dabei? Na gut, dann natürlich direkt erledigt. Sehr praktisch. Wow. Was, wie steht die Stillerpartie hier gerade? Ja, gut. Ah, dann kommt der Typ an. Ja.
Da kommt jetzt rein, kommt er nicht. Gut, gleich sind wir verhungert. Okay, kann auch noch weiter dauern. Von daher würde ich mal sagen. Sterben, Knochen in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.